Schweiz hat Geburtstag und LiveNet feiert selbstverständlich auch mit. 1. August. Heute ist die Sendung auch ganz im Zeichen von Fragen rund um unser Land, rund um die Eidgenossenschaft. Und wie ist das in der heutigen Politik auch immer noch ein Thema, das mit den christlichen Wurzeln, mit Gott, der in der Präambel ja vor der Bundesverfassung auch drin ist. Also bei der Gründung von dem Bundesstaat ist das ein sehr wichtiger Teil gewesen. Aber wie ist das heute noch im Alltag auch? Wie erlebt das ein Politiker, der auf dem nationalen Parkett sozusagen unterwegs ist? Da reden wir drüber mit dem Andreas Gaffner. Zuerst mal herzlich willkommen, Andi. Andreas Gaffner ist seit 2019 im Nationalrat für die EDU, Eidgenössische Demokratische Union, und er ist aus Oberwil im Simmental. Das ist ein Dorf mit etwa 800 Einwohnerinnen, Einwohner, hey, ja. Du bist Vater von 3 erwachsenen Töchtern, verheiratet und Bauer in Oberwil. Gell? Kannst du selber vielleicht ein bisschen etwas dazu sagen, wo, zu deinem Daheim? Ja. Also ich bin in Oberwil im Simmental aufgewachsen. Dort, wo ich aufgewachsen bin, tue ich mittlerweile Bauern. Ich konnte meinen Betrieb ein bisschen ausbauen, erweitern, modernisieren. Und wohne dort mit meiner Frau mittlerweile. Die Töchter sind ausgezogen. Seit kurzem bin ich Grossvater geworden. Das ist eine neue, gratulieren. Eine neue Challenge, aber es ist ein schönes Gefühl. Man sieht, dass das Leben weitergeht und man sieht auch die Endlichkeit, wo man so vor Augen geführt bekommt. Und, ja, ich bin aus Leidenschaft Bauer geworden. Ich habe mich eigentlich sehr gerne für aussen aufgehalten und mich bewegt. Und, ja, das ist eigentlich meine Leidenschaft. Ja. Ja, du hast auch schon dann bei der überraschenden Wahl gesagt, dass wirklich auch das den Bauern im Bundeshaus Stimme geben, dass das eine grosse Motivation auch ist für das, dass du überhaupt die hast aufstellen und in die Politik eingestiegen bist. Gell? Ja, ich denke, das waren schon halt meine Beweggründe und meine Hauptpunkte, wo ich einsetzen wollte für die Vertretung der bäuerlichen Anliegen, aber auch natürlich die Vertretung der Randregionen. Und dann gibt es natürlich die parteipolitischen Punkte, die natürlich in die christlichen Bereiche hineingehen, wo wir natürlich auch von dem her auch am Herzen liegen. Ja, da kommen wir ja natürlich auch ein bisschen drauf zu reden. Ich habe eben gedacht, so zum 1. August ist es super, sowieso einen Politiker zu Gast zu haben. Das ist mal das eine, wenn man im Live-Talk das mal wieder aufgreifen kann. Und ich habe wirklich festgestellt, dass wir jetzt in dieser Zeit, das ist ja eigentlich gerade so in die Corona-Zeit reingekommen, oder? Wo du jetzt im Parlamentsbetrieb reingekommen bist, noch nie einen Talk gemacht. Und darum dachte ich, es ist höchste Zeit, dass wir mal den Andreas Gaffner ein bisschen besser kennenlernen können. Und freut mich darum sehr, dass das heute klappt. Ja, die Frage ist ja die, habe ich leider schon gesagt, welche Bedeutung hat Gott noch in der heutigen Politik? Und wie ist es als Christ in der Politik dran zu sein? Wie erlebst du das? Also ich erlebe es schon so, dass Gott nicht mehr der zentrale Punkt ist, auch in der Politik nicht. Also, man probiert sogar auch mit verschiedenen Vorstössen möglichst Gott zu verdrängen. Auch, eben, wie du schon hast gesehen, in der Präambel haben wir den Bezug. Ja. Ah, der ist ja auch angegriffen worden, gell? Das ja, da haben wir gerade in der letzten Session haben wir gerade den Vorstoss glücklicherweise doch noch recht deutlich abwehren, ja. Ablehnen. Wo eigentlich verlangt, dass Gott aus der Verfassung gestrichen werden soll und dass man einfach die Natur würde drin tun. Also wir reden nicht mehr von Schöpfung, sondern eben von Natur. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die ihm schon zu denken gibt als bodenständiger Christ. Ja. Auch mit Bezug zur Schöpfung, auch zur Natur. Ich bin viel der Natur. Ich möchte dort auch meinen Teil dazu beitragen. Aber das gibt ihm schon zu denken. Ja, das ist ja so. Ja, du bist ja in der WBK, in der Kommission Wissenschaft, Bildung, Kultur. Und da bist du auch manchmal schon so ein bisschen mit deinen Positionen vielleicht einsam
auch am Rand. Oder? Da können wir ja lauter Anliegen, eben, wo vielleicht da die Werte nicht mehr viel zählen. Ja, es ist schon so, dass ich sicher dort eher in der Minderheit dabei bin, weder bei den Mehrheiten und gerade alles, was so die gesellschaftspolitischen Themen, die halt bei uns zum Teil auch kommen, gehen natürlich schon so ein bisschen in eine Richtung, wo die ganze Gleichstellungsdebatte und die Quote und die Themen rund um Gender, da bin ich natürlich halt in der Minderheit und ja, da muss man ein bisschen damit leben können. Man muss einfach feststellen, dass man wohl einer ist, der dabei ist, aber dass man halt in solchen Sachen halt der Minderheit angehört. Ja. Ja, genau. Aber mit dem kannst du eigentlich gut umgehen. Ist das von Anfang an? Ja, hast du ja darauf eingestellt gehabt, wahrscheinlich. Ja, da habe ich mich schon darauf eingestellt gehabt. Ich bin natürlich von vorher, ich bin lange Gemeindepräsident in Oberwil im Simmental. Es ist natürlich ganz etwas anderes. Lokalpolitik, wenn man gute Vorschläge und Ideen bringt, hat man da meistens nicht so ein Problem, das durchzubringen. Oder es ist dann schon ein bisschen eine andere Ausgangslage. Und manchmal ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man halt auf den Deckel bekommt, in Anführungszeichen. Ja. Ja, genau. Ja, wenn jetzt hier, eben, wir haben das Fest jetzt, den 1. August, wo wir diesem Wochenende feiern, oder auch dem Mänti jetzt ist das Jahr. Und wenn du jetzt hier eine Festrede hättest, oder du hast auch, du hast mir schon gesagt, du hast zwei Einladungen, gell, für eine 1. August Rede. Was willst du also vor allem für Themen bringen da drin? Ja, ich denke, der 1. August ist sicher ging um mich, ja, unser Bundesviertag ist sicher ging um mich eine Möglichkeit, vielleicht einen Bezug zur Hymne, wo der meiste Ort noch gesungen wird, herzustellen. Oder eben auch zur Präambel. Letztes Jahr bin ich so ein bisschen mehr auf die Präambel gegangen. Heute habe ich eher im Sinn, etwas aus der Hymne zu thematisieren. Weil ich denke, auch gerade ein Aufruf zum Gebet ist sicher auch in der Zeit, wo wir jetzt sind, mit all diesen Herausforderungen, mit diesen Konflikten rund um den Globus, auch mit der ganzen Entwicklung in der Ernährungswirtschaft ist sicher ein Aufruf zum Gebet etwas, wo ich würde einbauen würde. Also, das ist eigentlich, ich habe in diesen zwei Einladungen, die ich habe, habe ich die Flugblätter gesehen, die sie verschicken. Oder sie also bei beiden Orten haben sie die Hymnen mit abgedruckt. Und es ist, wenn man die durchliest, ist es wirklich eigentlich ein Privileg, dass wir noch solche Hymnen haben. Ja. Genau. Und auch die ist schon diskutiert worden. Also, da wiederholen wir jetzt nicht noch einmal, was wir schon bei Präambel hatten. Das gibt es natürlich auch dort hier Kräfte, die das nicht mehr wollen und nicht mehr gleich sehen. Das ist ganz klar. Eben, vorhin schon gesagt, du bist reingekommen in eine sehr spezielle Zeit. So die globalen Dimensionen von einer Pandemie, die man hier hatte, müssen handeln. Und dann, jetzt ist der Krieg in Europa, auch in Osteuropa. Wie ist das umso schwieriger, oder das natürlich gesehen, nehme ich an, oder? Dass man reinkommt in die normalen Geschäfte. Denn Corona hat ja am Anfang auch alles bestimmt, oder? Ja, also ich habe eine Session, eigentlich, in Anführungszeichen, meine erste Session normal erlebt. Und dann hat man einander gegrüßt, hat man Kontakte geknüpft, hat man eigentlich die Leute ein bisschen gelernt kennen als Neue. Es hat ja dann viel Neue gehabt. Und dann in der zweiten Session, als ich dabei war, ist dann eben die Session abgebrochen worden. Und dann ist man einfach auf Distanz gegangen. Und das hat sich, denke ich, so gerade in meinem Fall, ich bin vielleicht nicht gerade der, der auf alle zugeht, hat sich das schon eher hindernd oder hemmend ausgewirkt, die Kontakte zu vertiefen. Weil Politik lebt ja gerade sehr von den Gesprächen, vom Austauschen, vom Diskutieren über die Themen. Und das hat sicher in der Corona-Zeit aus meiner Sicht massiv gelitten. Und von dem her bin ich schon froh, dass wir jetzt um so ein bisschen in normalen Gewässern unterwegs sind, momentan diesbezüglich.
Und ja, leider ist das Thema des Ukraine-Krieges ist natürlich jetzt auch präsent. Aber ich denke, die Situation hat sich jetzt, was die Zusammenarbeit oder den Austausch unter den Parlamentariern betrifft, hat sich sehr verbessert. Okay. Da bin ich wirklich dankbar. Und es hat seither gibt es wirklich um mich Begegnungen, wo man vorher nicht mehr recht hatte. Von dem her habe ich auch das Gefühl, ich habe sicher ein bisschen länger gebraucht, bis ich angekommen bin, als dass man im anderen Fall hätte. Ja. Genau. Also, ich habe so ein das Gefühl, wir haben ja wahrgenommen, logischerweise sowieso bei uns in der Redaktion, der Andreas Gavner ist jetzt eben neu im politischen Fall auf der nationalen Ebene drin. Aber ein bisschen unauffällig ist er gleich noch gesehen. Also du suchst den Arena-Auftritt nicht unbedingt gerade als erstes oder so, gell? Ist das richtig, wenn ich das so... Ja, ich glaube, die Schätzung trifft zu. Ich bin nicht unbedingt der, der das Rampenlicht sucht. Ich bin sicher auch nicht ein Fehlredner, der weiss nicht wie jede Gelegenheit nutzt, um vorzustehen. Ich bin sicher eher der, der mit Vorstössen arbeitet, mit Interpellationen, wo die schriftliche gibt, wo dort zum Teil sehr, sehr gute Resultate zurückbekommen. Vielleicht ein Beispiel? Ja, jetzt zum Beispiel, was den Tierschutz anbetrifft, habe ich vielleicht vor 2 Jahren habe ich eine Interpellation eingereicht mit 10 Fragen betreffend die Qualität von der Umsetzung im Tierschutz in der Schweiz im Vergleich mit unseren Nachbarländern. Mhm. Und da hat eigentlich der Bundesrat oder beziehungsweise die Verwaltung sehr umfangreich geantwortet, wo ja auch einen guten Bericht kam Schweizer Bauer dazu. Und die Aussagen waren eigentlich sehr deutlich, was mich eigentlich auch bestärkt, dass wir eigentlich gut unterwegs sind betreffend Tierschutz. Und, das ist natürlich etwas, das in unserer Branche auch wahrgenommen wird, wenn man auch einfache Vorstöße erreicht. Mit Motionen ist es halt manchmal ein bisschen schwieriger. Das geht relativ lang, bis die behandelt werden. Und dann sind natürlich auch riesige Fluten von Vorstössen, die hängig sind. Und darum arbeite ich vielleicht mehr mit Interpellationen, die halt so ein bisschen unauffälliger sind. Aber wenn man ein bisschen recherchieren auf der Seite vom Nationalrat, da findet man schon etwas, was ich eingegeben habe und was ich probiert habe, etwas zu bewegen. Ein bisschen unverbindlicher als eine Motion, oder? Ja. Genau, aber gleich auch eine Wirkung haben. Genau. Ja, also es ist ja vorher schon, haben wir das schon angesprochen, auch bei diesen Themen, die gesellschaftspolitischen. Bist jetzt du vielleicht auch nicht der gerade jedes Mal für steht und gross noch Kühle schwingt, oder? Ja, schon? Das ist ja so. Aber du bist engagiert, sagen wir. Alle war ein Thema, oder? Jawohl. Ja, da tue ich vielleicht eher im kleinen Kreis diskutieren. Also ich probiere manchmal schon in meiner Fraktion auch noch Leute zu überzeugen für den Anliegen, was mir auch gelingt. Und ja, das hast du richtig geschätzt. Ich bin sicher nicht der, der gerade gross zu Wort ergreift. Ist natürlich auch noch ein bisschen kommissionsbedingt. Jetzt gerade eher für alle ist die Rechtskommission abgehandelt worden. Und da hat man natürlich dann, ausser der Frage stellen könnte man, das ist ja so. Aber sonst hat man eigentlich als Nicht-Kommissionsmitglied hat man eigentlich in unserer Fraktion nicht gross Gelegenheit, sich zu äußern in der Ratsdebatte dazu. Weil dort man auch der Fraktionssprecher. Und, genau. Und, Andreas Gavner, lass uns noch ein bisschen eintauchen in die Politik, die die Partei die EDU vertritt. Ihr seid ja Teil der SVP-Fraktion national. Aber mich interessiert vor allem auch, warum die EDU gerade spezifisch jetzt deine Heimat ist. Das ist die ewige Debatte, die auch immer wieder aufkommt. Warum gibt es 2 Parteien, die eben das E drinnen haben, so, also den evangelischen Background, streifen wir vielleicht auch noch. Aber ich möchte mal so ein bisschen 2-3 Beispiele einfach aufgreifen, gerade aus den letzten Monaten, aus den kantonalen Sektionen. EDU-Kanton St. Gallen hat zum Beispiel ein Thema gehabt, wo mich deine Meinung auch ein bisschen interessieren dazu. Da ist es darum gegangen, dass sie im Kantonswappen auf der Facebook-Seite der Regierung des Kantons St. Gallen den Regenbogen hinterlegt hat zum Pride Month. Mhm.
Und das ist jetzt so ein, vielleicht ein Reizthema, könnte man sagen, wo bei euch, und ihr habt dann auch darauf reagiert. Dann kann man ein bisschen spüren, wie die EDU vielleicht, was der EDU auch im Herzen ist. Was habt ihr dort hier drauf erwidert? Ja, wir haben eigentlich darauf erwidert, dass wir unter Pride eigentlich das Familienleben verstehen. Familie halt von... Also Pride, Stolz, ja. Ja, dass wir stolz sind auf unsere Familie, dass wir die Familie wie fördern mit Mann, Frau und Kind. Dass wir dort eigentlich halt so auf Biologie abstützen und das so sehen. Auch wenn wir durchaus anerkennen, dass die Homosexualität existiert. Ich will dort nicht irgendwie jemanden angreifen oder vor den Kopf stoßen. Aber ich denke, dass wir dort halt klar Positionen bezogen haben, was das angeht, betreffend Familie. Ja. Mhm. Oder wieder aufgekommen, ein bisschen auch wegen dem, was in Amerika abgegangen ist, ist die Abtreibungsdebatte, wo man dann auch in der Schweiz in den Medien mit zumindest auch viel können, darüber lesen konnte. Mhm. Was ist denn hier so deine Haltung dazu? Oder hat das auch irgendwie eine Signalwirkung gehabt, was jetzt dort abgegangen ist? Oder ist für dich Amerika sowieso ein Sonderfall? Wie Christen dort hier auch so in die Politik einbringen? Ja, es ist sicher schon ein Sonderfall. Aber ich denke, das, was hat ausgemacht hat, dass der Gerichtsentscheid so ist gefällt wurde, ist sicher das nicht nachlassen, das Dranbleiben von den Christen, gerade von den konservativen Kräften, die sich ging um mich gewehrt, die das ging um mich zum Thema gemacht. Und wir haben ja hier in der Schweiz haben wir auch zwei Initiativen Pipeline, die ich auch bei einem Ort im Initiativkomitee mitmache, wo man eigentlich auch fordert, einmal darüber zu schlafen vor der Abtreibung oder lebensfähige Babys eigentlich zu retten. Mhm. Gerade letzthin haben wir die Zahlen gehört, 11'000 Kinder sind abgetrieben worden im vergangenen Jahr. Und für mich sind das sehr erschreckende Zahlen, wo halt einfach aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, die Sicht der EDU, ganz klar Leben ist. Wo man einfach halt, abtreibt, wo man in dem Sinn tötet. Und ja, dort lohnt sich der Einsatz. Ja, dort möchte ich mich auch engagieren. Gerade für das ungeborene Leben, wo eigentlich halt schwach ist in dem Sinn, wo vor der Gesellschaft eigentlich. Ja, aus egoistischen Gründen würde ich mal sagen, natürlich gibt es Ausnahmesituationen und Notsituationen, die vorkommen. Aber ich denke, ein grosser Teil ist halt schon der Egoismus im Vordergrund, dass man so weit ist gekommen, dass man so viele Fehlabtreibungen hat. Ja, jemand bringt ja immer das Argument, und das Schwächste im ganzen Thema ist ja eigentlich das ungeborene Kind. Oder? Ja. Und wer setzt doch noch für da sein? Aber das kann sich natürlich ja dann noch nicht selber dazu äußern. Und voilà. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang noch eine Brücke zur Landwirtschaft. Also ich bin dort noch ziemlich involviert mit diesen Bedingungen. Man hat zum Beispiel, wenn man eine trächtige Kuh in den Schlachthof liefert, wo das nicht meldet, dass die trächtig ist. Also das kann aus Versehen passieren. Also es kann mal irgendwie, wenn ein Mann irgendwo oder so, wie auch immer. Also der hat man Anzeige im Hals. Also heute ist es, wie das schon mehr gesehen, heute ist es grundsätzlich schlimmer, wenn man einen trächtigen Kuhschlachthof liefert oder wenn man abtreibt. Und das ist eigentlich, eine bedenkliche Situation. Ja. Aber ich würde das hier gleich wohl mal sagen. Ja, okay. Hast du das Gefühl, wenn wir jetzt von Amerika haben, es gibt zu wenig Christen in diesem Fall, könnte man so den Umkehrschluss machen in der Schweiz, die sich engagieren für diese Themen? Ja, vielleicht sind wir weniger unterwegs weder zu Amerika. Es ist ja auch die Kundgebung von Schutz vom Leben ist ging sehr umstritten. Ja. Das Marsch fürs Leben. Ja, genau. Oder Marsch fürs Leben, kann ich wollen sagen. Ja. Da tun sich auch Haufen Christen, können sich dort vielleicht nicht gerade so identifizieren mit so
Aktionen. Es wäre sicher wünschenswert, wenn wir dort vielleicht noch ein bisschen einheitlicher könnten auftreten betreffend Schutz vom Leben. Ja, das würde ich begrüßen. Mhm. Man muss halt immer eben bereit sein, einzustecken, oder? Was wir vorher schon hatten. Also soziale Medien sind halt da. Andere, das ist eine Dynamik, die es annehmen kann, ist eine andere, oder? Ja, das ist so. Also mit so Aussagen oder eben Aktionen würde man nicht irgendwie populär werden oder Mehrheiten gewinnen. Das ist sicher, da muss man sich nicht Illusionen machen. Das ist schon so. Wie tust du dich schützen vor dem? Vielleicht, also weißt, gehst du gar nicht alles lesen oder bist offline zwischen sozusagen oder wie machst du das? Ja, es macht mir eigentlich nicht viel, wenn ich zitiert würde oder so. Ja, manchmal, im ersten Moment regt es mich manchmal gerade auf. Letztens bin ich irgendwo in einem NZZ-Bericht zitiert gewesen, ganz aus einem anderen Zusammenhang heraus, wo ich in unserer Parteizeitschrift geschrieben habe. Das regt immer ein Moment auf, aber mich so viel beschäftigt, dass man das um mich gleich vergisst. Und ich bin diesbezüglich zum Glück eigentlich eigentlich eine frohe Natur, die das eigentlich recht gut wegstecken kann. Mm. Ja. Okay. Jetzt spreche ich das gleich noch an. Dann gehen wir dann noch ein bisschen zu der Person Andy Gavner auch noch einmal zurück. Aber das mit EDU-EVP, oder? Mm-hmm. Wenn ich das schon da habe. Mm-hmm. Wieso ist das nicht möglich, dass das näher ist oder dass man da mehr zusammenspannen kann? Ja, wie soll ich das sagen? Jetzt bei uns, in meinem Fall, ist für mich klar gewesen, dass ich in der EDU, also wir in der EDU gegründet, in Zoberwil bin ich Gründungsmitglied gewesen, dann, und EVP hat es bei uns gar nicht gegeben im Simmental. Ist so ein bisschen halt vielleicht die bürgerlich-konservative Linie, so wie wir sind aufgewachsen und geprägt worden, so ein bisschen ländlich. Dann passt die EDU einfach wie? Passt die EDU eigentlich so ein bisschen dazu. Ich persönlich habe keine Berührungsängste. Ich habe auch einen guten Austausch mit der EVP. Jetzt mit dem Nick Gucker als Beispiel habe ich sehr einen guten Austausch. Auch wenn wir politisch vielmals anders abstimmen, das ist kein Geheimnis, das weiß man. Aber als Mensch, als Gegenüber schätze ich ihn sehr. Und ich denke, dass das halt so ein bisschen die liberalere Ausrichtung ist von der christlichen Politik, so wie sie ihre Sicht in diesen Themen. Aber wir haben zum Glück immer auch noch ein paar Themen, wo wir uns wirklich finden, wo Sinn macht, zum Glück eben gerade die ethischen Sachen und so, da bin ich froh, dass wir da wirklich auch auf der gleichen Welle surfen. Ja. Ja, genau. Noch ein paar persönliche Fragen, so ein bisschen, dass wir dich auch ein bisschen kennenlernen können. Du hast in deinem Dorf natürlich sehr prägend gewirkt, immer noch diverse Sachen für Vereinsleben. Ich habe zum Beispiel gestaunt, der Präsident von einem Gospelchor. Ja, genau. Gesehen, ja, das ist so ein bisschen das, wo ja, da habe ich schon noch so ein bisschen Herzblut da drin gesteckt. Jetzt fehlt mir natürlich ein bisschen die Zeit so für die administrativen, organisatorischen Sachen. Aber wir haben seit gut 25 Jahren haben wir einen Gospelchor in Oberwil. Das ist eigentlich aus unserer Gemeinde, aus unserer Freikirche entstanden. Mittlerweile haben wir so ein bisschen offener zusammengesetzt. Und, zu singen habe ich das Gefühl, befreit ihm, macht Spass, zusammen Musik zu machen. Darum ist das wirklich ein Hobby oder eine Leidenschaft von mir, wo ich nicht möchte aufhören, noch gerade momentan. Solange dass ich das irgendwie auf die Reihe bringe, möchte ich dort noch dabei bleiben. Ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Letztes Jahr hatten wir das Open Air, zwei Tage, vier Konzerte. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, Leute einzuladen, Leute zu treffen, Fest zu feiern. Mhm. Vorher haben wir gegen Advent etwas gemacht. Und das ist jetzt halt in den letzten zwei Jahren etwas schwieriger geworden. Darum haben wir letztes Jahr im Winter entschieden, jetzt machen wir Sommer Open Air. Und das war jetzt eigentlich eine coole Erfahrung, eine neue Erfahrung. Super. Wo hat Spass gemacht. Ja, okay.
Stichwort Sport. Jetzt haben wir gerade den Sommer die Fußball-EM von den Frauen. Hat da der Andi Gaffner auch ein bisschen geschaut? Oder gibt es anders? Oder Sport gar nicht so? Ich weiß nicht. Mal, also ich bin natürlich sehr sportbegeistert. Ich bin selber auch noch ein bisschen sportlich aktiv. Ich bin gerne für uns und so. Und die Fußball-WM der Frauen habe ich sicher nicht gerade als Highlight das Verheuer mir auf die Fahne geschrieben. Aber am Rand habe ich es schon ein bisschen verfolgt. Ja. Ja. Im Skiclub bist du auch dabei. Oder mehr oder weniger aktiv. Dann hast du mir gesagt, mal so eine Ausdauer, eigentlich wie man sich ein bisschen denken würde für einen Berner Oberländer, oder? Wie soll man sagen, dass es gäderige Leute, hat man so den Eindruck immer, dass du das auch gerne hast, in die Berge zu gehen. Also. Ja, also schon so die Ausdauersportarten sind wir, ja. Das mache ich sehr gerne. Ich kann auch den Kopf durch die Luft, ich kann abschalten, wenn man manchmal körperlich müde ist und am Limit. Und ich habe zum Bauern auch relativ viel körperliche Arbeit, aber ich gehe halt gerne mit Freunden und Kollegen so ein bisschen Touren machen, wenn es die Zeit zulässt. Und, das ist etwas, wo ich eigentlich eben anfahren kann, Kopf durch die Luft und entspannen. Ja. Sehr gut. Letzte Frage, so ein bisschen perspektivisch vielleicht schon gefragt. Also jetzt hast du schon gleich 3 Jahre Nationalrat, es gibt dann eine Wahl wieder. Hast du dort schon eine Entscheidung getroffen? Ist das etwas, wo merkst du mal mit der Familie, mit allem, mit dem Betrieb? Das könnte ich mir auch längerfristig vorstellen. Ja, ich habe das eigentlich so entschieden, dass ich noch mal antreten würde. Und es ist natürlich eine Herausforderung, das jetzt umzuholen. Als kleine Partei ist das ging so ein bisschen schwierig, dass man das Mandat ummacht. Ich freue mich diesbezüglich auf einen spannenden Wahlkampf, wo man schon gleich muss lancieren muss, wo man so ein bisschen erste Gedanken machen ist. Wie man das aufgelöst will. Ich möchte eigentlich weiterfahren. Gerne, ja. Also, okay. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfüllung, auch, trotz Widerstände, die man hier antrifft. Und das danke vielmals, dass du die Aufgabe wahrnimmst und die Verantwortung wahrnimmst, die dir das Wahlvolk in diesem Sinn gegeben hat. Durch das, dass du dann im 19. gewählt worden bist ins Parlament. Merci vielmals für das Gespräch, das wir führen durften. Andi Gaffner, hat mich sehr gefreut, dich in diesem Rahmen kennenzulernen und wünsche dir natürlich auch einen schönen 1. August. Genau. Ja, merci. Merci vielmals für die Möglichkeit. Danke. Ja, das war unsere Sendung zum 1. August. Wir werden dann in einem nächsten Talk noch einiges Thema aufgreifen, das stark auch um die Frage geht von Wie sehen wir uns als Nation und wie gibt es da auch so als Christ die Frage von neuen Nationalismus? Das ist so ein Stichwort, wo der Marc Jost zum Beispiel sich stark damit auseinandergesetzt hat, der Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz, der selber auch in der EVP, der anderen Partei, wer eben das, was wir schon darüber geredet haben, stark engagiert ist. Und da werden wir dann am Donnerstag eine Sendung wiederum haben. Also ich kann schon jetzt empfehlen, bleibt dran auf unserem Kanal LiveNet Talks, es lohnt sich gern. Merci vielmals für euer Interesse heute und schönen 1. August. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/videopartner.